Hallo meine Freunde und willkommen zurück bei Far Cry 3. Er will die leider nicht nur noch. Er muss die leider nicht nur noch. Er muss hier lang. Er will hier lang. Also das ist alles hier Säure. Ich darf nicht da reinlaufen. Überall Handgranate. Soll ich da ein paar runterwerfen oder? Benutze das Gerüst, um das heiße Wasser zu erreichen. Okay. Boah, jetzt wäre ich schon fast... Oh. Okay, also es darf auch nichts sprudeln, so wie es aussieht. Ansonsten nehmen wir. Okay, Leute. Soweit alles cleared. Muss nur aufpassen wegen den Schrudel da, wegen dem Spritze. So, wir haben es gehabt. Also, wir haben das heiße Wasser überwunden. Dolch gehört mir. Dieselbe Tür wie letztes Mal. Man darf gespannt sein. Was verbirgt sich hinter Tor Nummer 2? Zonk. Hier war schon mal jemand. Sesam, öffne dich. Das Ding ist riesig. What the fuck? Krass. Und ist ein Phönix. So weg, der Phönix. Die Brücke ist Toast. Es muss einen anderen Weg geben. Du siehst schon wieder da runter und den Scheiß. Mann, das riecht nach Schwefel. Oder? Ich krieg Damage. Ich hab was Falsches gegessen. Okay, wo lang jetzt? Ah, hier. Okay. Sieht schon mal gut aus. Ich wette, das hat seit Jahrhunderten keiner gesehen. Nö, das Feuer, das brennt schon seit Jahrhunderten. Das ist super Holz. Da ist irgendein Viech. Benutze den Kompass. Du kannst den Laser so schnell. Da war irgendwo Viech. Oh, 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 ey. F-
fuck? Stehen unter der Wand? Viecher oder sowas? Das sind mehrere Viecher. Also ich habe jetzt einen Soundbug. Natürlich ein Baran. Aber der sieht irgendwie komisch aus. Ist das ein besonderer Baran? Der war so grün. Nee, ganz normaler Komodo-Baran. Dieser Kerl war wirklich ernsthaft verrückt. So. Ein Sarg. Ist er da drin, unser Dolch, in dem Sarg? Da bist du ja. Oh Gott, da ist er. Oh, weg! Ich renne, ich renne. Lass mich überleben. Ich überlebe das, Digga. Keine Panik. Boah, ich muss abwechseln, links, rechts, früh. Los. Kein Ding. Easy peasy. Hui. Ist immer so grell. Ich bin Vampir. Ich kann das Grelle nicht. Oh, hey, Lin Chong, komm, nehme ich an. Sollen wir hin den Dolch, Leute? Du bist nicht hier. Dieses Mal nicht, Junge. Hast du es gefunden? Das ja, Freilich. Das Grab? Ja, ich habe den Dolch. Ich komme. Wir treffen uns bei mir. Unglückliches Wiedersehen. So. Jetzt will ich sehen, wo wir noch müssen. Oh, die Karte ist noch so groß, Leute. Da müssen wir noch. Können wir da nicht schnell teleportieren da noch? Hat sie fix. Jawohl, an diesen Ort eine Schnellreise bitte. Bitte, danke. So, dann latschen wir mal kurz da noch. Dürfte ja nicht weit sein. Ich bin da drüber raus. Das ist wieder das Dorf, wo es kein Fahrzeug gibt da, gell? Ich glaube, es wäre echt gerade scheißwurscht egal gewesen, ob ich rausgegangen wäre. Ich schwimme, ich habe nämlich Angst vor Krokodilen und Hai. Ist doch voll weit. Na, war 100 Meter. Wo ist denn der Labbe? Das war doch in dem Lager. Verdammte Scheiße. Klar, in der Kneipe. Oh Mann. Kann nicht da runter. Egal, mal ein bisschen Spaziergang machen. Du hast ihn. Na los, wo ist mein Bruder? Gar nichts gewesen. Okay. Hinter der Tür. Warte. Natürlich gibt er dem jetzt schon durch. Eins muss man den Schlitzaugen lassen. Wenn sie dich ausweiten, dann wenigstens mit Stil. Stell dir vor, damit aufgeschlitzt zu werden, als wenn Shakespeare dich mit der Feder ersticht. Du musst tatsächlich doch. Oh, Keith. Bitte nicht mehr, bitte. Ich flehe dich an. Ich halte es nicht mehr aus. Jason, du musst mich hier rausholen. Ich flehe dich an, bitte. Ist da schon mich hier raus, Mann. Ich hol dich hier raus, okay? Ja, versprich's mir. Du musst es mir versprechen. Ja, also, deswegen, Mann, ich bin dankbar, klar?
Und ich würde mich echt gerne bedanken. Was er verschaut hat. So richtig, so wie es sich gehört. Du Arsch, hast gesagt, wir können gehen. Nein. Was ich sagte war, Keith kann mitgehen, aber du gehst nirgendwo hin. Wir gehen durch diese du Tür. Du gehst, wenn ich sage, du gehst. Hm? Ich nehme dich blutig, wenn du willst. Ich mag rohes Fleisch. Können wir denn jetzt nicht fighten? Doch, Tatsache. Stirb endlich, du krasser Hurensohn! Das ist so krankes Vorspiel. Nee. Easy peasy, oder? Schade, der hätte jetzt so Mad Max-Sequenz wäre da geil gewesen. Dass man so weiter hätte können wie ein Mad Max. Das ist richtig geil. Alles wird wieder gut. Komm mit mir, ich kenne einen Ort, wo du sicher sein wirst. Alles easy. Bring dich zu den Beaches. Befreie Keith. Keith abgeschlossen. Läuft. Jetzt sind wir beim beim Dr. Eggebrecht. Wieder in der Höhle. Das Spiel ist aus, Leute, wenn es jetzt durchgespielt. Alle befreit. Nein, natürlich nicht. Daisy, Lisa und Oliver sind hier. Bisschen. Du bist in Sicherheit. Chase, du. Und die interessiert es gar nicht, dass der kommt. Aber nichts okay. Ist gut. Bist ja vergewaltigt, oder? Die Welt ist im Arsch, Mann. Ich dachte, ich hätte es im Griff. Aber habe ich nicht. Pass auf, du wirst wieder ganz der Alte, ja? Das wird keiner von uns. Hör zu, ich hole Riley, dann sind wir schon bald wieder in Santa Monica. Riley ist tot. Tut mir leid. Er wollte abhauen und wurde erschossen. Keith? Tut mir leid. Keith! Bitte. Nicht hey. Riley. Mann, was ist denn mit dir passiert? Ist eine lange Geschichte. Machen wir ihn sauber. Sie haben ihn getötet. War schon heute diese Schweine. Hat ihnen einer nicht gereicht? Ich kriege sie. Sie alle. Das schwöre ich. Hey. Jason, was ist? Riley, sind alle wahnsinnig beschäftigt in dem Lager, gell? Du musst das verarbeiten. Bleib doch hier, ich helfe dir. Ich kümmere mich um dich. Das hat nichts mit uns zu tun. Was redest du denn da? Mein Bruder ist tot. Ich muss damit alleine fertig werden, okay? Okay. Ich bin hier, wenn du willst. Tschüss. So, gerade noch mal kurz den Blick drauf werfen. Tschüss. Ich muss die Welt retten. Hab keine Zeit, mit euch da abzuhängen. So. Bring Citra den Dolch. Tun wir. Aber mit dem Paraglider. Schade, dass es hier nur keinen Wingsuit gibt. ...2400 Meter. Schaffen wir es bis darüber an das Ufer? Ich glaube schon. Schaut mal runter. Sieht man nicht. Jetzt gleich. Da stehen sie. Sollten wir jetzt gerade mal eine Handgranate fallen lassen. Die Labbe. Oh Leute, ich sehe es kommen, ich muss im Wasser landen. Ich schaff's nicht bis darüber. Ich fahre ein bisschen zu schräg. Ich hat's heute wieder ein bisschen so Grafikprobleme. Das ist manchmal so ganz leicht. So pixelig.
Oder schaffen wir das? Wir sind schon noch hoch, aber das schaffen wir. Jetzt schwimmen wir halt nur ein paar Meter. Wir können es ja. Schaffen wir locker. Bringe Sidra, der Sexgöttin, in den Dolch. Mal sehen, was wir dafür kriegen. Vom Bruder hat man schon lange nichts mehr gehört, gell? Das wäre jetzt natürlich richtig pornös, wenn hier irgendwo ein Auto stehen würde. Nein, wir haben nur ein Boot. Bringt das Boot was? Wenn wir da den Fluss hochfahren? Bestimmt. Schießen wir mal los. Ja, sieht gut aus. Wir springen mal. Es geht sogar. Was ist mit den Jungs in die Autorippe? Ich sehe halt gar nichts, gell? Und neu sind keine Autorippe. Ist sehr schade, Hoverkraft wäre ganz geil. Hier geht's in der Höhle rein, hä? Jungs, habt ihr alle kein Auto dabei? Was seid ihr für Affe? Jetzt kommt da noch ein Löwe oder ein Tiger. Oh, ich glaube, wir haben ein Tigerfell braucht. Dann können wir irgendwas herstellen. Glaube ich. Nein, doch nicht. Schon irgendein Auto. Den Schuss gesehen. Habe ich nicht mal richtig gesehen. So Jungs, ich danke euch für das Taxi. Leute, da hinten sind Blutspritzer an der Wand von dem Schuss. Wie geil ist denn das? Ich glaube, da oben bin ich falsch. Da ist ein Bär. Da runter. Genau, ab ihr Deppe. Tötet ihn. Wie kommt er nicht runter? Ich weiß nicht, ob ich hier oben wieder da rüber komme, da runter komme. Sieht schlecht aus, oder? Oh Gott. Ich fahr jetzt. Oh, war doch gar nicht mal so schlecht. Und das, dass wir das Ganze auch noch rückwärts gemacht haben. Oh, eine Maus. Maus
da spritzt mehr Blut wie... Oder war nochmal ein bengalischer Tiger? Gerade der hat mehr Blut verspritzt wie der Bär. Citra, ich komme. Oder hätte man sogar noch teleportieren können, gell? So, by the way. Hoppla. Aber ich sag nichts. Was sind die Jungs? Der Oberkopf ist hier rum. Haben sie da zurück? Ich kann hier keine Waffe benutzen. So, dann bringen wir mal das Sexkit in das Ding. Mein Bruder? Nein, ich bin nicht dein Bruder, geh aus dem Weg. Das ist Dennis. Willkommen zurück, Jason. Fast hätte ich dein Gesicht vergessen. Hey, Digga. Schön, dich zu sehen. Der Dolch. Dahinter kommt sie. Hast du ihn dabei? Ich hab ihn. Du kehrst zurück und trägst das, was verloren war. Ja, Baby. Diese Klinge vergoss das Blut unserer Ahnen. Nun ist sie erobert. Und die Toten sind gerecht. Komm mit mir. Natürlich. Verschwindet. Ja, lasst uns allein. Was machst du denn jetzt? Hast du gleich einen, der auf der Arsch zum Gucken und guckst dann über? Hey, oh mein, oh mein. Da vorne ist sie. Was begehrst du? Meine Freunde zu retten. Bist du sicher? Nee, nicht ganz wenig Sorgen. Ich will Barsch und Heut töten. Einst, vor langer Zeit, gab es einen Lotusteich voll klarem Wasser. Mit weichem Sand an seinem Ufer. Und vom Duft der Blüten umweht. Doch ein Riese lebte unter der Oberfläche. Und verschlang jeden, der sich dem Wasser näherte. Ein Krieger aus dem nördlichen Königreich hörte von dem Riesen und schwor, ihn zu töten. Er bedeckte seinen Körper mit Tatau und bediente sich der Kraft des Totenreichs. Und als er bereit war, ging er den Pfad des Lotusteichs. Der Riese erhob sich aus dem Wasser und der Krieger zog den Dolch. Er schnitt dem Riesen den Kopf sauber vom Körper. Der Schädel fiel zu Boden und wurde zu dieser Insel. Die Nachfahren des Kriegers wurden zu den Rakyat, unserem Volk. Jetzt erhebt sich ein neuer Riese. Hilf, unsere Krieger zu befreien. Beweise dich deines Tataus würdig. Dafür gebe ich dir die Kraft, die du verlangst. Ich tu's. Dann sehen wir uns bald wieder. Held. Okay. Was glaub, Baby? Ja, meine Freunde. Dann würde ich sagen, sind wir mit dem Partle auch am Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.